Guten Morgen! Morgen! Hallo, liebe Leute! Lach! Ja, wir essen. Ja, wir essen wieder mal. Mama, Gruß an dich! Wieso redest du das Essen? Lecker Suppe, lach! Jetzt erstmal was Warmes im Bauch. Wenn du Rentner bist, kriegst du Vergünstigung im Bioladen. Ich glaube ja, also wenn man eben. Also bei Studenten. Hat. Studenten, ja, genau. Geht vielleicht kaufen. Aber letztens haben sie an der Kasse Anouk nicht abkassiert. Wieso? Weil sie zu jung ist bei Karstadt. Ja, das ist richtig. Naja, sie ist ja schon geschäftsfähig, natürlich geringfügig, ne? Hm. Aber 15 Euro erschienen gehen zu viel. Genießt. Hey, yo! Ja, yeah, was gibt es? Hallo, na, wie geht es dir? Suppe, 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 Suppe. Schub, 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 wie du das gehst. Hey. Ich mach dein Frühstück, Daddy. Nein, ich nehme ein Schocksong. Dann gibt's keinen Schocksong. Nein. Mama macht dir nachher und holt dir einen Schocksong, aber nur, wenn du jetzt lieb bist. Ali, bist du lieb? Ich weiß, ich bin lieb. Guten Morgen, liebe Sohn. Jetzt machen wir die Kamera hier an, nehme ich. Zack. Bei dem Buch nehme ich erstmal Strom, den muss ich erstmal anschalten hier unten. Dann mache ich die Kamera an und der ist leider kaputt hier, der ist leider kaputt. Ja, sonst würde ich den ja laufen lassen, deswegen habe ich ihn ja installiert. Aber meine Tochter hat den irgendwie so geil kaputt gespielt. Und? Wahrscheinlich ist er auch schon zu alt, weil die Chat-Funktion kann er nicht anzeigen. Was mir eigentlich nur wichtig wäre, dafür habe ich ihn eigentlich hier installiert, damit ich diesen Chat-Ablauf hier sehe. Kurzum, es klappt nicht. Das, was ich vorhabe, funktioniert hier leider nicht. Warum auch immer. Jetzt halt nochmal probieren, ob es doch irgendwie funktioniert, aber ich glaube nein. Ich glaube nein. So, jetzt ich nach oben und mach den Stream an. Ja. Prost! Kaffee! Das lässt sich sehr ruhig an hier heute. Mal schauen, was Wolfgang sagt. Schlagzeilen. Verkehrsrevolution. Straßenminister Steuerplan, neues Gesetz. Der Fahrverbot für Autos, Schrittgeschwindigkeit, LKW, neue Zone für Radfahrer. Hier wurde wie eine Frau, Straßenverkehr umgebracht. Hä? Wo steht denn das? Naja, gefährlich, wenn die Straßen sein können. Die ist tot, hat ihn umgefahren, gestern. Ja? Ja. 17 Tote bei Busunglück in Dubai. Höhenkontrolle schlitzt Fahrzeug auf. Schön geköpft alle, toll. Oma. Schön Dubai wieder. Mann, 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 Wolfgang, das ist was. Regnet heute? Nee. Sieht aber nicht gut aus, so. Ist einfach ich dachte, das hat es mitgekriegt, also richtig geschüttet. Scheiße, da. Ich sag ja nicht mehr, ich hab gestern Abend, bevor mein Mann, ich war da zu verrückt, ich hab's gewöhnt, und jetzt ist es zu Hause. Die Scheiße, jetzt haben wir so viele Flaschen mehr, wir sollen die Pfund alle erledigen. Da haben wir hoch, gestern Abend, wir haben 10 Anliegen, Flaschen, aber so kommt es am Arsch. Und dann hat mir auch aufwendig. Das ist die Ruhe, Scheiße. Über diese Flasche, wo man da ist, und da kommt die, die war erledigt, ich bin nicht schon von euch her.
Na, es heißt nur, dass du die überall rein gestellt hast, wenn du sie überall rein gestellt hast, Wolfgang. Immer, was man macht, gibt auch eine Reaktion darauf, was man macht. Der hat ja sowieso schon wieder auf dem Kicker. Mit allem Scheiße. Schnell schmeißen sie die Neugönner. Warum da drin? Überall. Der hat 3, 4 Stück drin. So, und hinterher kriegt er mich an. Hat er nichts zu sagen. Weil ich hab die anderen nicht wissen. Hat er aber nicht gesagt. Ich weiß, hat er nicht gesagt, das weiß ich aber. Das siehst du aber, wenn du das ist ja egal, was du denkst, ist ja egal, wenn er das sagt, dann sagt er. Das war ja nicht getraut, das zu sagen. Das weißt du doch ja nicht. Das weißt du. Wenn er kommt, dann schreit er rum und sagt, das ist seine Söhne, die Kinder hat man nie gesehen. Arschloch. Siehst du mal, was der Matip würde machen? Ich denke, er legt doch jeder den aus. Er stellt sich selber ab, der Motorrad steht ja drauf, Alex, der steht den Arsch. Ich denke, Alex probiert die Zähne aus. Und ich bin noch mehr. Ja, aber dich ja nicht da an. Na nee, Gott, Und wie oft haben sie deine Frage und den Oliver Berghoff geschwitzt? Einmal, Wolfgang, einmal. Na ja, gut, einmal. Mann, Wolfgang, Alter. Ey, jeder hat so seine Dinge. Ja, das ja, nicht immer übertreiben. Ich übertreibe das. Lass den einfach sein Leben, dann behältst du ja auch dein Leben. Ja, ich weiß ja. Du musst einfach mal ruhig bleiben. Ich sag dir ja wohl, ich darf ja nichts machen. Ich darf keine sollst Blumen. Du doch ja auch nicht. Was nee, willst du denn machen? Ich darf keine Blumen gießen, ich darf keine Fenster putzen, ich darf das nicht. Wenn die Wasser runterkomme, dann kommt der angeschissen. Das hab ich ein paar Mal erlebt. Du kennst es nicht. Siehst du? Da heißt es Icke. Heißt immer Icke. Da siehst du? Was Icke? Na, was soll denn sein? Ha? Wenn du Blumen gießt, gießt du Blumen. Naja, siehst du, das darf ich aber nicht. Wieso nicht? Weißt du, warum ist es? Keine Ahnung warum. Seite gut, das mitkommt. Und dann, wenn er mal drüber gekommen ist, sag mal, was soll denn überhaupt? Naja, ihr habt ja schon so ein bisschen auf dem Kicker, ne? Der eine tropft da ein bisschen, der andere macht da ein bisschen. Ich tue den ja nicht. Ich hab ein paar Mal um Hilfe geschrien. Und der eine gibt ja nach oben. Das ist mein. Der heißt es, ich sag immer wieder, ich sag alles, ich sag gar nichts mehr, ich hab das schon immer gesagt, ich sag ja nichts mehr, ja. Ich nehme die Schuld auf mich und dann hab ich meine Ruhe, ja. Das heißt du überhaupt keine Schuld auf dich nehmen, doch, weil ja, ja keiner. Ja, doch, ja. Gibt dir ja keiner Schuld. Doch, ja. Ach Wolfgang, du zerfließt immer in Selbstmitleid, das ist furchtbar. Wieso Mitleid? Das ja. Weiß ich auch nicht. Musst du ja auch nicht. Will ich ja nicht. Eben, dann mach es nicht. Ja, ja. Ich helfe jeden, du willst, ich mach alles, ja. Aber das muss auch im Rahmen bleiben. Das ist aber nicht. Ich darf ja. Das nicht machen, ich darf das nicht machen. Ach, lass mal das Thema bleiben, du lässt ihn einfach in Ruhe und er lässt dich das in Ruhe. Mach ich doch. Ja, genau. Das mach ich doch. Ja, machst du. Talk. Talk. Ja, heute ist nicht so ein schöner Tag. Heute ist nicht so ein schöner Tag. Heute müssen wir leider hier drin arbeiten. Mal. Ich habe irgendwie ja keine Lust. Fehlt so ein bisschen der Ansporn, ey, wenn man dann irgendwie so, ja, mit Wolfgang, das ist ja schlimm und seinem Nachbarn da. Ja, ich repariere jetzt hier, wie man sieht, tausche ich hier die Lampe aus, den Frontscheinwerfer an diesem Kinderrad. Das könnte damit der einzige Auftrag sein. Aber geschaut mal. Ja, danach. Ach, ich sag's immer, aber ich mach es sowieso nie. Wollte ich hier mal ein bisschen aufräumen. In aller Ruhe. Ohne Stress. Ohne mich darauf festzunageln. Ganz gemütlich. Ich habe alles im Blick.
Also das ist das erste Mal, dass ich die Lonivo. Lonivo. Achtung. Guck mal. Also Montage der. Meine erste Montage der Lonivo D. IA 70D. Ja. DIA 70D mit Sensor. Das ist das erste Mal, also eine recht günstige Lampe. Aber die soll 70 Lux Lichtleistung haben. Bin mal gespannt. Den Dinger so können. Ist ja so ein bisschen der Schalter hinten, ist so ein bisschen bei der Busch und Müller abgeguckt, ne? Die sind mit dieser Drehschaltung hier. Ja, ja. Aber eben gut zu erreichen, gut, also gut schaltbar, ne? Dadurch, dass der so groß ist wie das Gehäuse. Nicht so wie bei manch anderen Lampen, wo man dann hier hintergreifen muss und hier hinter ist ja so wenig Platz. Sowieso, wenn du hier hinten noch einen Schalter dran hättest, dann. Weil die Bügel sind gar nicht zu, so groß konzipiert, dass das passen könnte. So ein kleines Fehlkonstrukt. Aber hier, das kann man schalten. Jo, schließen wir sie mal an. Sieht da wieder ganz wenig davon. So, nun, ja. Ist okay, ne? Müsste ja jetzt dann anbleiben, ein bisschen zumindest. Jo, hat sie. Das war der Bildschirmtest. Ja, schick. So. Sehr gut, wunderbar. Klappt. Passt, wackelt. Gut, kaluft nicht. So, ich wollte sagen, die Karte, die neue Karte ist total beschissen, ehrlich gesagt. Die fällt dauernd aus, also die hat irgendwelche Datenfehler. Und die taugt mal exakt nicht. Scheint halt auch ein No-Name-Ding zu sein, also ich kann das nicht. Irgendwie kann ich die in dem Ding nicht gebrauchen hier. Ich glaube tatsächlich, dass die Qualität der Bilder besser geworden ist, aber eben die schaltet zwischendurch einfach ab. Die Karte. Fehler bei der Aufnahme. Also hier die Kamera einfach aus. Sagen wir mal so, ich weiß ja nicht, ob es auch an der Kamera liegt, vielleicht schon wieder. Weil die Kamera geht ja aus. Wenn die Kamera einfach ausgeht, dann liegt sie an der Kamera, ja, nicht an der Karte vielleicht. Was ist denn das für eine Kamera, die dauernd ausgeht? Ich meine, mit Sicherheit sind wenige Leute, die so intensiv nutzen wie ich, dass sie wirklich den ganzen Tag 12 Stunden am Tag an ist. Oder so. Aber. Also GoPro 7 Dauertest? Boah, ich weiß nicht. Ab und zu einfach. Klack, weg. Und das ist nicht, weil kein Akku da ist oder so. Der ist ja halb voll. Oh. Und lädt ja auch permanent. Ja, das kann es nicht sein. Das weiß ich nicht, woran das liegt. Also ganz komisch. Das ist ja nicht die Karte. Hm. Naja, irgendwie. Irgendwie scheiße gerade. Scheint jetzt eine Macke der Kamera zu sein. Toll. Muss man wohl mitleben. Toll, machst eine richtig geile Abfahrt oder irgendwas mal, was du wirklich nicht verpassen darfst. Nimmst das auf, machst das halt nur einmal im Leben und die GoPro fällt aus. Be a hero.
Mmh. Nicht Lude! Doppelleben. Sie haben nicht eine Blume verpasst. Jetzt ist sie aber auch ganz gut. Ach Mensch, alles, ne? Oh, schöne Lampe. Crazy. Crazy Lampe. Crazy, also crazy Alex. Crazy hört sich nicht so schlimm Loco. An. Hört sich das an, besser an als verrückt. Von der Frontalprojektion weggerückt. Oh Mensch, ey. Oh, Frau, ey. Kind, ey. Was ist Kind? Weil perfekt. Perfekt, ist perfekt. Alles perfekt. Ganz locker. Okay. These fingers are made for poopling and that's what they do. And that's why it's sturdy. I'm gonna poopling all over you. Willst du einen feuchten Fuji? Ja, komm her. Oh, Alter. So, jetzt zeig doch mal, da hast du eingepflanzt? Was? Ja. Musst du ein bisschen gießen oder die Erde drüber machen? Was hast du noch in die Erde? Naja, was soll ich denn einpflanzen? Ich dachte, du haust die Dinger drin so ein bisschen. In die Erde. Du musst jetzt Erde drauf tun, das ist eh ein Chaos. Das ist ein Massengrab, das ist quasi ein Eichen, ein Aachen-Kaust. Eichokaust. Wir wollten das Thema aussparen. Nicht wahr? Guten Tag. Frische Fahrräder. Heute alle 10% günstiger. Weil ein neues Kind ist unterwegs. Er wird Vater. In jedem Augenblick könnte es losgehen. Also hier. Drücken Sie auch wieder den Like-Button und die Spendenbox nicht. So. So, bitte. So. Ich wusste es nicht, ich dachte, hier ist alles. Entschuldigung, Meister, das wusste ich. Ich habe alles geguckt, wusste ich nicht wirklich. Ich habe extra gefragt wegen der Dings, können Sie mal kurz kommen? Verkaufen Sie das da hinten, oder? Das ist eine? Was denn? Diese große Dings, wollte ich ja? Nein. Ach so. Und ich brauche unbedingt, wie heißt es? Flickzeug für Fahrrad. Pini Gonzales. Ich filme mich jetzt beim Fahrrad reparieren. Und Herbert möchte auch mit das Bild. Ja. Von hinten? Ja. Ja. Ja, sehr gut. Der Mann mit dem breiten Kreuz. Was denkst du? Was? Ah, super, wie neu. Wirklich. Also, da sind die neuen schlechter. Ja, gönn dir mal. Aber gönn dir ein paar. Leg viele rein. Ja. Na, was heißt wie defekt, da sind Löcher halt drin. Also für den Ausbau ganz normal. Du musst halt, wenn du Flickzeug hast, kannst du flicken. Ja, also ich habe ja regelmäßig jemanden, der die abholt, der flickt die hoch nur und verkauft die dann. Also in seinen Rädern, aber diese ganzen Schlauch für 10 Euro oder so. Flickzeug gibt es denn ja wahrscheinlich lieber nur in Paketen. Habe ich nicht einzeln, aber wäre nur Pakete. Dann macht das ja echt drauf hinaus, dass ich 4 Euro für ein Flickzeug ausgibst sozusagen oder eben dass du dein altes Flickzeug wieder suchst. Ja, ja. Ja, und ja. Ja, weil ich brauche halt den günstigsten Schlauch. Was ist das für eine Größe? 28 Zoll. Ach Mensch, ja, da hast du Pech gehabt. Ne, bei einem 26 Zoll liegt ja da aufgepumpt rum. Könntest du ja umbauen. Und läuft, ja? Super. Oh Gott, der ist gleich kaputt, Mann. Ach Herbert, was für eine Rennmaschine. Schön, fast schön. Schön, ja. Wir zahlen 3.500 für ihn. Ja, das ist gut, das können wir machen. 3.500 sind gerne genommen. Nehmen wir. Ja, 3.500 Cent.
Oh, okay. 3,50 Euro. Ja, nehme ich. Nice. Aber dafür hast du ja einen Lenker. Ich hab wirklich auch einen Booster. Lenker. Dann sind wir fertig. Haben wir alle Sachen auch im Kasten? Haben wir im Kasten. Ist gut, das Knarzen ist doof. Alter. Aber ich glaube, das Mikro ist sowieso nicht so gut, dass man nicht so. Aber schön, ja. Doch. Schön. Darfst du aber nicht so oft machen mit der Vollbremsung. Warum? Fliegt auseinander. Und der Mantel. Der Mantel, ne? Der Mandel. Die Mandeln entzündet. Der Mantel ist entzündet. Ist aber ein Ding, du. Ist auch ein Ding. Ja, siehst du? Ist ein Racer. Also findet ihr doch noch Verwendung. Ja, ist ja richtig hoch. Ist da auch Material. Funktioniert ja. Das auch zu mir. Schwarz oder fett. Geil geklappt. Die sind jetzt. Die waren jetzt, ein bisschen verunsichert. Also die Dreier-Kombo. Was rede ich auch, wenn sie das alles. Nicht mal weiße Felgen oder so. Nee, so pimped Wheels. Bei Weißwand. Ey, Mann, ey, ich bin heute da irgendwie farbig. Irgendwie. Ich habe ja Weißwand. Ich habe ja wenigstens Weißwand. Side White Wall. Yay, yay. Genau, ein paar Tanzschritte. Alex, haben wir schon mit Tanzschritten? Dance. Huah. Auf den Punkt. Gib mir nochmal einen Euro oder was? Das ist was für einen Schlauch fließen. Und mit Kleber. Ich bin entbrochen, Orbot. Don't destroy this frame. Erst festmachen, dann Klammer drum. Ja, jetzt muss ich festmachen. Unglaublich. Rotfront. Rettungsboot. Ich bin Hamburg, ey. Ich bin Blödsinn, ey. Das ist auch nicht wohl los, oder? Völlig. Kein im Background, ne? Kein Niveau, kein Niveau. Die Gedanken gemacht, hilft ja nicht. Nicht mal die Werbung im Bett. Das ist schon Sponsoring und dann sowas. Was soll denn das alles eigentlich? Ja, das ist. Lippe? Nachmachen? Schon ein bisschen tief. Man spielt es auch an der Wange so schnell. Ja, in der Bank auch. Ja. Aber jetzt nochmal wirklich für die Idioten. Achso, für die Idioten. Hier. Hey, musst du filmen? Nee, lass mal. Ich bin ab. Also, Thomas. Herbert, rubbel los. Rubbel. Ne? Rubbel, ja? Der Witz mit dem mit der Kokainparty bei den Typen. Und laute Musik und, ne? Und diese Films. Weißt du, bei dem einen in der Bude. Und dann irgendwann haben sie Nucken angerufen. Nucken bestellt. Ja. Und eine Weile später klingelt es rum. Achtung, Kinder. Und der eine macht die Tür auf. Ja, stehen da aber die Bullen. Ja. Und er so, wir haben euch aber, ich habe euch aber nicht bestellt. Und der Beamte so, nee, aber ihre Nachbarn, sie sind zu laut. Und er so, ja, dann können die euch ja auch ficken. Aber jetzt mal, wenn ich jetzt darf ich jetzt mal hinterfragen, wie ist das gemeint? Mit dem Ficken, ne? Ficken ist auch ein Ficken. Wer weiß ich? Wissen Sie, keine Ahnung? Also, weißt du, Ficken ist Frieden? Da wissen Sie, ich habe den Witz ja nicht verstanden. Ich lache ja immer nur, weil ich denke, jetzt ist der Moment. Damit ich nicht ganz so dumm wirke. Aber hast du auch gut gemacht. Ja, war, kam an. Ja, ich habe euch aber nicht bestellt. Nee, aber auch nachher. Dann könnt ihr aber euch auch sehen. Ah ja, jetzt. Dann fahre ich lieber Rennrad. Ich brauche mal ein bisschen zu fahren. Das Kind da spannender ist. Ja, na dann. Im Wind macht das mehr Spaß. Super. Ciao, ciao. So. So. Ficken. Ja. Ha, 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 ha. Ach so, nee. Hatten wir auch schon.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich bin stehen geblieben. Wir völlig aus dem Konzept. Da spannender hoch. Rennrad, Information. Ja. Gut, verarbeitet. Habe ich registriert. Hinter Spandau. Ist die Leute einsetzen? Ja. Was ist denn hier? Nicht ganz so. Da fällt mir wieder noch hinten ein. Achso. Nicht größer als der Flicken ist, den du darauf machst, weil ansonsten klebt es ja am Rest. Also lass mal die Luft ab, wahrscheinlich ist am Ende was, den macht das so. 5 Minuten warten und dann wirst du. Ne, richtig raus. Nimm doch die. Mach ich. Schwarze Kappe, weißt du, magst schwarz, haben wir ja gehabt jetzt hier. Das ist ja wohl die absolute Kuppe. Ja. Braucht man schon. Ab und zu kann man sich sowas mitnehmen. Darf ich die Kappe mit deinem Ventil verkuppeln? Jo, was machen wir heute? Der erste vernünftige Auftrag heute. Also. Wahnsinn. Was für ein Klang. Aber hier, das ist auch ein bisschen aus dem Zentrum hier. Ja, total verbogen. Also abziehen, neues drin. Dort probiere ich jetzt mal aus. Tretlager Ausbau und neu einbauen. Ja, der Rahmen. Es kommt einfach zu viel Zeug rein hier tatsächlich. Das ist ja wirklich so, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich als erstes hier wegräumen soll. Gut, okay. Fangen wir mal an. Ich fange mal an. Kappa, Stoppkappa, links, rechts. Ein Bulls Tretlager wechseln. Gucken, wie lange das dauert. Ihr seid live dabei, wenn ihr Bock habt, gerade. Wenn nicht, seid ihr nicht live dabei. Jetzt müssen wir die Tretlager muttern. Nicht Tretlager, Mutter. Jetzt sind ja so alt, ist noch nicht. Das sind keine Mutter mehr. Das sind natürlich Schrauben. Früher gab es das ja auch als in Mutterform. Und jetzt? Dann gleich auf der anderen Seite. Ja, das ist ein Stilöten hier. Kriegt man ja nicht mehr bewegt hier. Das Ding. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das rauskriegen, weil kontern können wir ja gar nicht, weil die Achse ja nicht gerade drin ist. Hoffen wir mal ein bisschen.
Hi. Wenn ich das jetzt aufmache, dann kann man einfach diesen hier machen. Ja, okay. Na gut, dann. Also, wenn es nicht draußen steht, ist es noch hier drin. Vielleicht okay. Steht es noch hier drin. Alles klar. Dann, und wenn, dann. Wo schließe ich es an? Die geht ja so eine richtige Verbindung an. Ja. Ja, kannst du, klar. So, Achtung! Knappt, knackt und klappert schon. Oh, Skyfall. Das waren alle coolen, die jemals drin waren. Achse ist ja eigentlich noch okay, wa? Regulär könnte man jetzt wie Industrielager nehmen, die aufpressen. Rollkofferbande. Touris kommen, hey, Umsatz. Ja, hier. Ist nichts mehr. Sauber getrennt voneinander. Jo, na weiter geht's. Das war eine kurze Einlage. Outside. Entschuldigung. Da ist doch schon verbogen. Jetzt sagt hier. Kommt eine kühle Brise. Ah, ist schön. Leise brieselt der Schnee. Gott sei Dank. Gibt es hier viel dran zu machen, ey. Das ist eine Dauerbaustelle hier, wirklich. Hier bitte. Sieht einfach geil aus. Na, da werden wir schon wieder gerufen da draußen. So. Ja? Yeah, I would like to have another list. Is possible or is difficult? No, you have to take the old one. You have to take this one. Put it back on. This is the damage. Oh. To my wallet. Oh. So, what is denn hier die. What's the story? Ach, viel zu locker, aber auf alle Fälle. Ein bisschen festmachen hier. Den guten Mann mal. Hey, schöne Draht hat er sich gekauft hier. Das ist viel zu locker. Haben wir. Magst du eine haben? Ja, kommt drauf an, wie teuer die ist. Wie teuer darf sie denn sein, damit du nicht Nein sagst?
Also wir haben 2 Euro oder 6 Euro. Die für 2 Euro sind die lustige Farbe. Die für 6 hat eine lustige Farbe. Bin hier. Das ist die pinke. Lustig. Ja, dann meist doch 2 Euro vorne ins Glas einfach. Ins Glas? Da am Spiegelschrank. Neben dir. Alles gut. Und oben habt ihr auch Werkzeug stehen, oder? Im blauen Fahrrad, im blauen, in der blauen Kiste auf dem blauen Rad. Okay, super, dann noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Ciao. Oh mein Gott, das ist ein langes zu. Ach, krass. Kann ich das nicht lassen, der Umwerfer ist zu tief, der ist zu tief. Gestern war er zu hoch, der Umwerfer, hier ist er viel zu tief. Schaut mal, wo der schleift. Am Zahnkranz. Kann ich da ruhig sei denn, du wirst. Ja, habe ich schon angekündigt. Wieso wirst du? Das ist mein Plan gewesen, oder? Morgen früh um 9? Kannst du es nicht um 10 machen? Ja, dann musst du trotzdem mitkommen. Na, dann komme ich ja. Ich habe nur kurz eine Abholung. Ich muss das abholen. Dann musst du kurz warten. Ja, nö, halt, Moment. So nicht. Krieg geschenkt. 3 Schrotträder. Mhm. Und ja, hol ich halt ab. Ich mach dir die Reste. Ja, genau, mach warm. Ich hab so einen Hunger. Das ist nicht mehr viel, aber. Darf ruhig heiß sein. Ist nichts dagegen. Ja, warm ist er. Zimmertemperatur reicht ja schon aus. Ja, irgendwie schon warm in gewisser Weise. Heute. Jo. Okay, irgendwie. Gut, wie auch immer. Wir sehen uns morgen wieder. Sind wir morgen? Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das Leben so bringt. Ne? Sphinxen. Sphinxen. Ja. Was auch immer das ist. Ja. Feiertag, glaube ich. Furchtbar. Also, bis morgen. Macht es gut. Ciao. Ich gehe jetzt erstmal in die Wandel. Boah, ich bin so schmutzig. Morgen früh bin ich ja schon wieder unterwegs und hole die Schrotträder ab. Bis dann.